Es war Daniel Craigs letzte Bond-Premiere und die erste für seine Tochter Ella Loudon. Wir verraten Ihnen, wieso sie ihrem Vater dabei fast die Show stahl. Am Dienstag, 28. September 2021, feierte nicht nur der Bond-Film Keine Zeit zu sterben in London Weltpremiere. Auch für Ella Loudon, 29, Tochter von Daniel Craig, 53, war es ein ganz besonderer Abend. An der Seite ihres Vaters, der seinen Abschied als James Bond feierte, durfte sie zum ersten Mal über den roten Teppich eines 007-Streifens laufen und stahl dem Schauspieler dabei fast die Show. Kein Wunder, denn die gebürtige Britin weiß sich in Szene zu setzen. Daniel Craig, Tochter Ella Loudon, arbeitet als erfolgreiches Model. Im Film verkörperte Daniel Craig seit 2006 den ultracoolen Geheimagenten. Am Premierenabend zog sich Ella wortwörtlich die lässige Coolheit ihres Vaters über. Sie erschien in einer schwarzen Smokingjacke, lockeren Marlenehose und cremefarbenen Seidenbluse. Dazu kombinierte das Model edlen Diamantenschmuck. Die Hände lässig in die Hosentaschen gesteckt, posierte sie neben ihrem Vater. Der in seinem edlen pinkfarbenen Samtjackett fast etwas unterging, die 29-Jährige kennt ihren Körper und ist Expertin darin, Outfits in Szene zu setzen. Sie ist bei Select Model unter Vertrag und arbeitet seit mehreren Jahren als Model für verschiedenen Fashionmarken und Zeitschriften. Sie liebt Vintage-Mode und hat laut Daily Mail in einem früheren Interview erzählt, dass sie gerne mit ihrer Stiefmutter, Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz, 51, shoppen geht. Schauspielerin, Künstlerin, Model. Ella ist ein Allround-Talent. Bevor Ella den Weg ins Rampenlicht suchte, wuchs sie zuerst in London auf. Um dann im Alter von 17 Jahren auf ein Internat in Massachusetts zu wechseln. Danach studierte sie Schauspiel und Theater an der NYU, brach das Studium aber nach einem Jahr ab. Dennoch ist die Schauspielerei neben dem Modeln und der Mode eine weitere Leidenschaft der 29-Jährigen. Ella, die heute zwischen New York und Los Angeles pendelt, hat bereits in einer Reihe von Theaterproduktionen wie Macbeth mitgewirkt, spielte kleinere Filmrollen unter anderem im Drama Trauma is a Time Machine.